Hi und ich grüße euch zu einem neuen Video. Das Auto ist wieder gepackt, eine neue Session steht an. Wir haben jetzt am Dienstag 14.30 Uhr und geplant ist es bis Donnerstag am Abend zu bleiben. Also ja, zwei Nächte haben wir, werden das Beste draus machen. Was wir genau vorhaben, seht ihr im Anschluss. Jetzt heißt es mal die Sachen zum Platz tragen, den Platz beziehen und dann sehen wir alles Weitere. So Leute, es ist jetzt etwas später als gedacht. Man sieht es auch, der Herbst ist voll im Gange. Und zwar, wir sind hier heute auf einem stillen Gewässer, also auf einem kleinen See. Ich werde es heute mal hier versuchen. Mein Kollege ist auf Karpfen unterwegs und wir haben auch jetzt schon während der Aufbauphase den ersten Fisch, beziehungsweise der Kollege hat einen Karpfen fangen können. Also der Anfang ist mal gemacht. Ja, also wir haben jetzt eine Außentemperatur von ca. 25 Grad. Das Wasser kann ich nicht wirklich bestimmen, also ich würde sagen 18 Grad. In der Nacht kühlt es sehr schnell und sehr tief ab. Also heute sind, glaube ich, 4 Grad angesagt in der Nacht. Also es wird eisig kalt. Momentan ist es noch schön. Und ja, was kann man zum Gewässer sagen? Also wir haben hier eine durchschnittliche Tiefe ungefähr von 2,5 bis 4, 5, maximal 5 Meter. Und ja, zum einen ist das Boot verboten, somit auch das Echolot natürlich. Also muss ich heute meine Montagen von Hand auswerfen, mittels Seaboom. Und ja, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie ich da rangehen werde. Und zwar als erste Montage werde ich einsetzen eine EVA-U-Buße in 10 Gramm, circa einen Meter über Grund. Also ich werde schauen, jetzt werde ich als erstes mal die Stellen ausloten mit der Spinnroute und dann, wie gesagt, dann geht eben diese Route ins Rennen. Das ist die etwas höhere Route, also eine EVA-U-Bose, alles mit monofilem Vorfach, damit es sich alles ein bisschen besser streckt. Und ja, circa einen Meter lang, da werde ich vorerst mal Tauwürmer einsetzen, weil ich versuche jetzt auch schon nebenbei Köderfische zu fangen. Und ja, ein Köderfisch hat sich ergeben, so ein großes Rotauge. Und das wird dann die zweite Montage, und zwar auch wieder monofil, circa auch ein Meter lang und zwei Mikrobosen in 3,5 Gramm. Und dann wird diese Route mit dem Köderfisch knapp über Grund locken, natürlich auch tot, sei auch dazu gesagt. Und ja, ich werde mich jetzt beeilen, der Platz ist aufgebaut. Jetzt werde ich ein bisschen mit der Spinnroute eben das Gewässer erkunden, ausloten. Wer weiß, vielleicht gibt es dann schon eine Aktion, Hecht, Wels. Und ja, dann werde ich schon in die Watthose schlüpfen und die Montagen auswerfen, weil wir haben jetzt dann schon langsam Sonnenuntergang, also es ist jetzt dann schon 17.30 Uhr. Die Zeit ist jetzt extrem schnell vergangen. Und ja, mal schauen, was passiert. Ich freue mich mega und so, wir hören uns. Thank you.
Spät, aber doch habe ich es jetzt nun endlich auch geschafft. Wir haben ca. 19.30 Uhr und es ist stockdunkel. Die Temperaturen sind auch extrem runtergekühlt. Also wir haben jetzt momentan 11 Grad und die Temperaturen sollen auch noch auf 4 Grad runterfallen. Deswegen auch die Wollmütze ist nicht verkehrt. Wir haben jetzt schon den zweiten Fisch, beziehungsweise mein Kollege, den zweiten Fisch fangen können. Währenddessen ich beim Auslegen war, also es war alles sehr, sehr hektisch. Der zweite Fisch war so um die 13 bis 14 Kilo. Wir schätzen ihn auf dieses Gewicht. Wir haben auf das Wiegen verzichtet. Des Weiteren meldet sich bei mir jetzt auch etwas Lungenschmerzen und Halsweh an. Also deswegen auch diese heißere Stimme. Ich hoffe, das geht dann wieder. Und ja, jetzt heißt es mal einen Tee trinken, was Warmes essen und dann schauen, was die Nacht bringt. Ich bin mega gespannt. Die Routen sind nach bestem Wissen und Gewissen ausgelegt. Kurz nochmal als Zusammenfassung, die EVA-U-Pose 10 Gramm auf dem monophilen Vorfach mit einem Einzelhaken ist mit Tauwürmern bestückt. Die ist ca. 80 cm, knapp 1 Meter über Grund. Ich habe da eine Wassertiefe von ca. 2,5 Metern und bin ziemlich nahe am Ufer bei einer Kante, dicht hinter den Bäumen. Die U-Pose und die Würmer habe ich zusätzlich noch mit einem Lockduft besprüht. Und ja, die zweite Route, die Mikro-U-Posen, zwei Stück, jeweils 3,5 Gramm, liegen knapp über Grund, auch eine Wassertiefe von ca. 3-3,5 Metern. Und da habe ich ein Köfi serviert, also ein frisches, totes Rotauge, was ich heute fangen habe können. Leider ist es auch bei diesem Rotauge geblieben. Ja, ich bin gespannt, was das Rennen macht, falls was passiert. Und ja, wie gesagt, jetzt gibt es mal die Aufwärmphase, Tee und Suppe und dann schauen wir alles weitere, was die Nacht so ergibt und dann halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Beim Worst Online. Ja, der nächste Fisch auf der Habenseite, leider nicht der Zielfisch, aber da sieht man wieder auch, dass der Hecht zum Beispiel genauso ein Räuber ist und genauso auf unsere Köfis losschießt, egal in welcher Größe sie sind. Und vor allem, dass auch das Wells-Equipment den Zähnen eines Hestes standhält. Wir haben jetzt ca. 23.30 Uhr. Der Fisch hat andauernd Krach gemacht. Ich habe immer gedacht, das sind Leanfasser. Schlussendlich war es dann ein schöner Hecht, den wir wieder released haben, der wieder schwimmen darf. Und ja,
Die Rute ist jetzt wieder an Ort und Stelle. Ich habe sie von Hand ausgeworfen, mittels Blei, also ohne Steine jetzt an. Deswegen habe ich zwei Bleie, also jeweils 250 Gramm von Hand ausgeworfen, Plumpsangeln. Und ja, wir schauen jetzt weiter. Da kommt jetzt ein Flugzeug, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir sind nämlich auch hier hinter einem Flughafen und ja, ganz spannend, wenn da die Maschine über einem drüber knallt. Ja, ich hoffe, wir kriegen dann trotzdem ein Auge zu und das verschreckt euch jetzt auch nicht zu sehr die Fische, aber ich denke, die sind das gewöhnt und ja. Die Route ist scharf, vor allem auch jetzt wieder, muss ich dazu sagen, mit Wurm. Also Köfi habe ich ja leider keinen mehr. Also auf dieser Route ist jetzt dann, auf den Mikrobosen ist jetzt ein Wurm serviert und zwei 250 Gramm Bleie. Und die habe ich dann halt von Hand aus, ohne Warthose, gleich so plumps reingeschmissen, so 6-7 Meter rangekurbelt und die Route war wieder scharf. Und ja, jetzt geht es in die Nacht. Also der Tag ist echt schon lange. Zieht sich auch schon wirklich und ich hoffe, wir sehen uns dann noch in der Nacht. Drückt uns die Daumen und sonst sehen wir uns dann morgen in der Früh. Schönen guten Morgen, Leute. Die Nacht ist vorüber. Leider ist es jetzt auch bei diesen Aktionen geblieben. Wobei, mein Kollege hat jetzt dann in der Früh, wollte er seine Routen reinholen, kurbelt die linke Route rein und in diesem Moment hat plötzlich die rechte Route einen Fallrun. Also ja, war auch ein kleiner Karpfen. Da kommt schon wieder der nächste Flieger. Ja, drei Fische, drei Karpfen und ein Hecht. Wobei der Hecht hat mir mein Köfi untergeknabbert. Also ja, ich habe jetzt ja über Nacht mit Würmern geangelt und das ist nicht wirklich das Wahre. Also man sieht bei den Ruten die ganze Zeit an der Schnur, wie die Schnur so schlägt. Also auch die Mitfresser, die Weißfische finden wirklich Gefallen an den Würmern. Und deswegen muss ich wirklich schauen, dass ich da jetzt noch ein, zwei Köfis frisch fangen kann heute. Das ist die Aufgabe. Jetzt gibt es mal Kaffee und Frühstück, Kraft tanken für den Tag und dann wird sich hoffentlich wohl alles Weitere ergeben. Leute, zu späterer Stunde noch ein Wort von mir. Wir haben jetzt an 20 Uhr, es ist schon dunkel. Ja, der Tag heute war sehr, sehr anstrengend. Also ich bin den ganzen Tag nur in der Liege gelegen und habe gebannt und mich versucht zu erholen, Tee getrunken. Die Lungenschmerzen und der Husten sind zum Glück jetzt etwas besser geworden. Also Gott sei Dank. Und ja, die Aufgabe war dann tagsüber auch noch Köfis zu fangen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt dann eine große Brasse auf die Mikrobosen gehängt, also gleiche Vorgehensweise wie gestern, nur nicht mehr mit Dauwurm. Die Mikrobosen hängt jetzt eine schön große Brasse und auf der EVA-U-Bose ein schön großes Rotauge. Ruten liegen, gleiche Vorgehensweise wie gestern. Plumpsangeln vom Ufer aus. Und durch den Seeboom die Montage dann durchgekurbelt. Das hat funktioniert. Ja, die Routen sitzen nach bestem Wissen und Gewissen. Und ja, wie gesagt, wir starten heute in die letzte Nacht. Es ist etwas wärmer als gestern. Und wenn man das vielleicht auch sieht, zunehmender Vollmond. Wer weiß, vielleicht ist das ja ein Glücksbringer. Und ja, tagsüber genau hat mein Kollege noch, währenddessen ich gebannt habe, noch drei Karpfen fangen können. Ja, leider habe ich da gebannt, also gibt es davon kein Videomaterial. Wir starten jetzt in die Nacht und werden jetzt mal was essen und dann halte ich auf dem Laufenden, was passiert. Through the fields of our paths, feelings got our ways, keeping us close but it's strange now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth, 107.
Guten Morgen, Leute. Die Nacht ist vorüber. Es gab eine Aktion auf der EVA-U-Busse mit dem Rotauge, beim Kollegen mit den Karpfen. War es auch ganz anders als wie am Tag davor. Also da ging dann auch nichts mehr ab Mitternacht. Ganz komisch eigentlich. Und ja, jetzt gibt es mal Kaffee und Frühstück. Dann werden wir besprechen, wann wir unseren Platz heute verlassen werden. Es wird so gegen frühen Nachmittag sein, vermutlich so gegen 16 Uhr. Und ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt noch ein bisschen abwarten, bis der Nebel sich aufgelöst hat. Dann werde ich meine Welsrouten reinholen. Und dann werde ich auch zwei Routen auf Karpfen auslegen. Ich habe noch zwei Karpfenrouten mit. Das ist ja hauptsächlich ein Karpfengewässer. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann noch einen schönen Spielkarpfen oder Schuppenkarpfen. Das ist jetzt mal so grob der Plan. Wir werden jetzt frühstücken, Kaffee trinken und dann sehen wir alles weitere, wie sich das ergibt. Ja, der Nebel löst sich leider noch nicht auf. Hier wird schon eine Route die Mikrobosen mit der Brasse reingeholt und eine auf Karpfen ausgelegt. Eine lasse ich noch auf Wels ausgelegt. Und ja, jetzt hat es aber richtig geknallt. Also es gab jetzt wirklich einen Vollrun beim Kollegen und das war ein wirklich, wirklich guter Fisch. Dann sehen wir uns gleich wieder. Schön. Ja, was noch? Noch einer, oder? Nicht so gut, das ist. Ha! Jetzt aber der Hund gelegt. Ja? Nicht so gut. Schöner, oder? Der ist gut, ja. Ein bisschen mehr Schnur, desto leichter den Zug. Wieder, ha? Mhm. Petri, hey. Angeln ist geil. Die Rotten ist vielleicht 30 Minuten am Spot gelegen. Ja, der Anfang ist gemacht. Kein Riese, aber ein bisschen Zeit haben wir noch, bis wir heimgehen. Den Kollegen setzen wir jetzt wieder aus. Meine Route lag ca. 30 Minuten und dann kam der Spiegelkarpfen. Und ja, ein paar Stunden haben wir noch. Eine Route habe ich jetzt noch, wie gesagt, auf Wels ausgelegt und eine auf Karpfen. Schauen wir mal, was passiert. Wir haben jetzt ca. 11 Uhr. Wir bleiben voraussichtlich bis 16 Uhr. Vielleicht geht noch der ein oder andere Fisch. Und ja, dann leben wir einfach in den Tag hinein. Und schauen, was noch kommt. Die Session ist vorüber. Wir packen jetzt unseren Platz,
schon zusammen und wir säubern ihn auch natürlich, so wie wir ihn vorgefunden haben. Das gehört auch dazu. Und ja, leider ist dann nichts mehr jetzt passiert auf die Karpfenrouten. Und als ich die Welsroute eingeholt habe, das Rotauge war fort. Also das hat mir ein Abnehmer runtergeklaubt. Ich vermute, dass es ein Hecht war. Das war eine ganz kurze, schnelle Attacke. Und ja, auf dem Entelhaken halt. Wahrscheinlich hat er einen runtergesnackt. Nichtsdestotrotz war die Session sehr schön. Das Wetter hat angepasst. In der ersten Nacht war es etwas kalt mit 4 Grad. Wir sind trotzdem zufrieden. Es war lustig. Und ja, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.